Hey Leute und willkommen zu einer neuen kleinen Folge hier der F1 News. Und zwar heute mit den ersten kleinen Einblicken in die Karriere. Es werden wahrscheinlich noch weitere Videos folgen. Denn das ist von Arawa, falls ihr den nicht kennt, das ist ein Englischer, also ein englischsprachiger YouTuber, der überwiegend auch Formel 1 Videos macht, aber auch Motorsport Manager und sowas. Und da ich den recht ja, aktiv verfolge, habe ich auch direkt gemerkt, als er ein wunderschönes F1 Karriere Preview Video hochgeladen hatten. Ich habe jetzt mir mal ein paar Screenshots rausgesucht. Der Kanal von ihm und das Video ist in der Videobeschreibung. Also falls ihr den nicht kennt, was irgendwie kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil das ist doch schon einer der größten, vor allem F1 bzw. Motorsport-YouTuber, den es so gibt auf YouTube. Und deswegen, ja, fangen wir mal an mit dem Video am besten. Würde ich sagen, wie gesagt, alles in der Beschreibung, falls ihr das selber nochmal angucken wollt. Ich habe jetzt hier natürlich nur Screenshots. Wir fangen mal an mit den Performances, und zwar sehen wir gerade die Performance-Tabelle. Scuderia Ferrari eigentlich auf selber Linie wie Mercedes, aber allerdings ein bisschen, oh, Entschuldigung, ein bisschen vor Mercedes. Dann haben wir Aston Martin, Red Bull, Renault, Haas, McLaren, Force India nur auf 7, muss man sagen. Toro Rosso dann 9. ist Alfa Romeo, das Team, wo ich ja mit starten werde. Und auf der 10 haben wir Williams. Ja. Übrigens nochmal kurz als Zwischeneinwurf: ich habe hier gerade neben mir Ventilator, und ich hoffe, den hört man nicht, oder hört man nicht zu laut zumindest. Aber anders kann ich hier leider nicht überleben. Ich habe Dachgeschossetage, bin ich hier gerade, und da ist es immer ein bisschen dolle warm. Also ja, ich versuche es zu überleben, aber ohne dem Ding geht es hier nicht. Also ich hoffe, ihr hört ihn nicht zu laut. Ja, dann gucken wir mal in die Team Selection. Und zwar habe ich mir jetzt einfach sauber, einfach auch mir sauber rausgesucht, weil da werde ich auch starten. Das Ziel vom Team ist auf jeden Fall, also immer ja, Score Regular Points, also man soll Punkte eben holen. Sie bevorzugen Fahrer, die Sportsmanship haben. Das werde ich ja auch darauf hinarbeiten, so mehr oder weniger, weil Ferrari das auch will. Und dann kann man da eben noch sehen, die Team Principle, die Base ist natürlich in der Schweiz. Das Chassis und der Motor ist natürlich ein Ferrari-Motor. Ja, dann kommt der Karriereeinstieg, nachdem man seinen Fahrer erstellt hat. Kommt man dann eben in so eine Anfangssequenz, die man hier sieht. Dann kommt man eben so, ich nenne es mal so einen Helikoptershot über die Strecke von Australien. Und dann kommt man ins Paddock, wo man dann eben ja, quasi sich mit dem Berater, also mit unserem Berater trifft, die heißt ja glaube ich Emma, und die Medienfrau, also diese Medientante da, namens Claire, das sieht man jetzt hier auch. Und ja, da wird man dann so ein bisschen in die Karriere eingeführt, dass zum Beispiel auch die Interviews zum Beispiel die Sachen beeinflussen, was das Team angeht und auch die Rivalitäten und so weiter. Und dann ja, wird quasi gesagt, dass man nach dem ersten freien Training interviewt wird. Da kommen wir aber später zu, wie gesagt, nach dem ersten freien Training. Dann wird man quasi weitergeleitet in die nächste Sequenz direkt, und zwar zum, ja, das ist so ein bisschen der Fortschrittstyp, also der R&D-Typ. Wurde ja auch, glaube ich, so be beschrieben von Codemasters. Der heißt Chris, der Name ist jetzt bekannt, das wurde so gesagt. Und ja, dann wird man eben ins, ich nenne es mal, also ich glaube, es wurde als Datazentrum, also so Datenzentrum eben beschrieben, wo man dann quasi sein eigenes kleines Plätzchen hat, wo man dann eben auf den Laptop und so gucken kann, wie es ja früher auch war, also in den anderen Spielen. Da wird dann noch ein bisschen was erzählt zu R&D und was man alles machen kann und dass man hier eben alles gucken kann von Wetter und so, Reifenabnutzung und alles. Und ja, da sieht man dann auch schon, dass man dann eben hier am Laptop sitzt gegenüber, und von uns sitzt gerade Sebastian Vettel, weil eben Araba Ferrari gewählt hat als Anfang. Und man sieht schon oben links eine Nachricht von Emma, und zwar sagt die uns spezielle Sachen über Ferrari. Also es wird wohl so sein, dass am Anfang der Karriere zumindest der Berater, die auch wirklich was über das Team erzählt. Also das ist wirklich nicht bloß so ein Standardsatz, der immer kommt, sondern es wird wohl scheinbar von Team zu Team Unterschiede sein. Denn hier wird eben über die Historie von Ferrari erzählt, wie man oben schon sieht. Es wird sich richtig lohnen, wenn man denn die Tifosi sieht in Monza, wie die denn einen ja, quasi ja, zujubeln, einen anmotivieren, also anfeuern so rum. ja, das wird also quasi scheinbar von Team zu Team variieren. Dann hat man hier das Drivers Profile. Ja, man sieht schon ganz viele Informationen. Da sieht man auch den Vertrag. Es wird erwartet, dass man Zweiter wird in Rennen und Qualifying. Und man ist eben auch Second Driver, logischerweise, wenn man zum Team kommt. Das ist ja immer so, man beginnt da eben, so ist der Satz. Man hat die Team Goals, also ja, was das Team erwartet. Zum Beispiel hier steht es jetzt: Finish fifth or better, race weekends remaining two. Also über 2 Rennwochenende soll man mindestens einmal Fünfter oder besser finishen, und dann bekommt man eben 400 Ressourcenpunkte. Man sieht auch, das ist noch easy, also es kommen bestimmt auch noch schwere Sachen wie, keine Ahnung, irgendwas Schwereres halt. Dann haben wir noch, sehen wir noch die Anzeige, wir sind momentan noch Rookie, es geht hoch bis zu Veteran. Die Anzeige zwischen Sportman und Showmanship. Unten links sieht man die Vertragsperks, also die Perks, die man aktivieren kann. Da haben wir zum Saisonstart, also zur Karrierestart, noch keine. Und dann sieht man die Reputation mit dem Team und ja, die Vertragsvalue, also der Wert quasi von einem selber. Die Rivalitäten kann man natürlich auch da einsehen.
Am Start bekommt man Sebastian Vettel, also den Teamkollegen, sagen wir es so, als Rivalen gestellt und man kann sich dann auch noch einen weiteren Rivalen aussuchen, so rum. Ich weiß nicht genau, wann man sich den aussuchen kann, ich denke mal nach dem ersten Rennen oder so, denn nach dem Qualifying in der Folge von Araba kam noch nichts zu. Und das Potential Respekt sieht man, geht bei Vettel hoch bis zu 25. Ich weiß nicht genau, wie das beeinflusst wird, wahrscheinlich, was man in Interviews sagt oder wie man auf der Strecke sich verhält im Vergleich zu dem Fahrer. Das wird da so ein bisschen das Ganze beeinflussen. Dann kommen wir zu R&D, also zum, ich glaube in Deutsch heißt es F&E-Baum oder so. Also auf jeden Fall zum R&D-Tree. Ich finde den englischen Namen sowieso besser. Ja, man sieht schon, dass man, also was man von Anfang an sagen kann, jedes Team hat einen unterschiedlichen R&D-Tree. Also jedes Team hat auch andere Stärken und Schwächen logischerweise. Also da macht schon Sinn, dass jedes Team anders entwickelt. Und was man auch sieht, das sind gewisse Grauzonen. Also man sieht nicht den ganzen Baum eben, man sieht nicht das ganze System da. Sondern man entwickelt so ein bisschen ins Schwarze hinein, wie es ja auch in echt ist. Man weiß nicht genau, ob man jetzt in die richtige Richtung geht oder so. Also man kann nicht wirklich am Anfang der Saison schon wissen, da geht es in die richtige Richtung, das muss ich machen, da will ich hinarbeiten, sondern man weiß es eben nicht, wo es hingeht. Man sieht so die ersten drei Sachen und dann ist schon Ende. Und ja, je nachdem, wie sehr man weiterentwickelt, ist es eben so, dass sich das dann eben auch weiter zeigt. Macht Sinn, denke ich mal. Dann kommen wir zu Powertrain, die Power Unit. Ja, Powertrain heißt es. Wir sehen schon die Mercedes-Motoren, das haben wir ja glaube ich schon mal gesehen in irgendeinem Video. Vorne mit Mercedes Force India Williams, dann haben wir die Ferrari-Motoren mit Ferrari, Haas, Alfa Romeo Sauber. Dann kommen die Renault-Motoren mit Aston Martin Red Bull, Renault Sport und McLaren. Und ganz hinten ist der Honda-Motor mit Scuderia Toro Rosso. Ist, denke ich mal, eine ganz ja, gute Einschätzung. Der Ferrari-Motor ist jetzt auch nicht so weit hinterher, also man kann es gut aufholen. Der Renault-Motor schon ein bisschen weiter hinterher. Und Honda ist eigentlich ziemlich gleich mit Renault fast schon. So, das Chassis, da sehen wir schon, Aston Martin hat das beste Chassis. Danach kommt Ferrari, Mercedes. Renault und McLaren dann auf Platz 4 und 5. Sechster hat Haas den Chassisplatz. Siebter Red Bull, Force India auf Platz 8. Alfa Romeo das vorletzte, also das vorschlechteste Chassis, nenne ich es mal. Und, ist jetzt was aufgeklappt, sorry. Williams mit dem schlechtesten Chassis. Also, wir sehen schon, als Alfa Romeo, da wo ich ja starte, müssen wir ganz schön in den Chassis investieren. Aber jetzt kommen wir zu der Aerodynamik und da wird es für Sauber noch schlimmer. wir sehen schon die Aerodynamik, da ist Ferrari ganz vorne. Aston Martin und dann kommen wieder Mercedes auf Platz 3. Renault ist auf Platz 4 vor McLaren wieder. Haas, also irgendwie ist das genau dieselbe Reihenfolge, bis auf das Williams vor Alfa Romeo ist, glaube ich, im Vergleich zum Chassis. Und ja, Alfa Romeo eben als letztes. Also ich würde sagen, ja, da werde ich dann auch am Anfang hinarbeiten mit Alfa Romeo, ein bisschen in die Aerodynamik, aber auch in Chassis und der Powertrain. Also eigentlich werde ich alles machen, weil alles ist wichtig. wir sehen schon, man startet mit 2000 Ressourcenpunkten, also die hat man vom Start an, das habe ich jetzt nicht erwähnt, das kann ich jetzt noch schnell machen, habe ich gerade. Dann sehen wir die Power Unit und zwar ja, ist es ja halt wie in echt. Also, man hat jetzt noch drei Power Units, drei MGU-H, also MGU-H meine ich, drei Turbochargers und den vollen Rest hat man bloß noch zwei, also von MGUK, ja, der Engine Store, also Energy Store, also ja, Energie Store halt und man weiß schon, und die Kontrollelektronik halt, also da hat man bloß noch zwei von. Muss man also ganz schön aufpassen über die Saison. Dann sehen wir eine Sequenz vom ersten Training. Vettel in der Box. Ich glaube, das ist eine neue Sequenz. Die sah recht neu aus im Vergleich zu mir. Da sieht man auch, glaube ich, Araba, der Typ, der in der Mitte steht, so mehr oder weniger. Der gerade den, ich nenne es mal, Föhn hält da. Also, viele YouTuber sind auch im Spiel, das hat man schon gesehen. Also, zumindest englischsprachige YouTuber. Aber gut, darum soll es jetzt auch nicht gehen. Wir sehen jetzt hier die Cockpit-Perspektive in der Box. Man hat diesen Splitscreen, nenne ich mal, also diesen Double Screen. Links ist nichts außer das Logo leider und rechts sieht man dann eben, was man sonst immer gesehen hat, also die Trainingsprogramme, das Wetter, was man sich alles angucken kann. Da kann man ja dann quasi sich die Wochenendinformationen und so weiter angucken und was man eben für Trainingsprogramme noch hat und so weiter, wie gesagt. Dann kommen wir zu den Trainingsprogrammen an sich. Es gibt ein neues, das ist das EAS-Management, also man muss quasi das EAS managen, was schon der Name sagt. Wow. Ja, da sieht man schon, wenn ihr jetzt euch die Description und so durchlesen wollt, dann könnt ihr gerne pausieren. Ich mache das jetzt nicht extra. Und ja, man sieht eben das Wetter da unten, die Session-Informationen und so weiter. Und die anderen wie heißt es, Trainingsprogramme so rum, sind dieselben. Also das sind die fünf, die aus den vorherigen Game übernommen wurden. Also die gab es vorher schon. Und eben noch die Team-Objectives, die man ja immer hat. Ja. Das EAS-Management werden wir uns gleich nochmal angucken, was man noch schnell sagen kann. Man sieht schon, das wurde auch ein bisschen überarbeitet. Also es ist jetzt so ein bisschen eine andere Grafik, glaube ich. Es sieht immer noch fast genauso aus, aber es ist ein bisschen anders aufgebaut. Also hat sich ein bisschen verändert, aber man findet sich noch dort. Das ist so gut wie vorher. Also, dann kommen wir hier mal zu dem Trainingsprogramm des EAS-Managements. Und zwar sehen wir schon, wir haben eben einen roten Balken, einen grünen Balken und einen lilanen Balken. Man muss natürlich bestmöglich ins Lilane kommen. Da unten sieht man schon, man kann die EAS-Deploy umstellen. Man muss eben
richtig das ERS managen, um eben das Target zu schaffen. Aber man darf auch nicht zu wenig nehmen, weil man muss eben auch eine Target-Zeit schaffen. Wenn man also auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spielt, wie Arawa es glaube ich gerade macht, da sieht man schon, er ist gerade ziemlich weit hinter der Target-Time. Hat aber auch mit Controller gespielt, muss man sagen. Das hat er auch selber gesagt, dass er da ein bisschen sich dran gewöhnen muss. Erstmal, weil er hatte zu Hause sein Lenkrad und so weiter, ich ja auch hier. Aber ja, muss ich mich auch dran gewöhnen. Gut, dann kommen wir zu den Interviews. Man sieht schon, nach der ersten Session kriegt man, glaube ich, 3 Fragen gestellt. Hier wird man eben gefragt, dass man eben aufgeregt sein muss über das über sein Debüt und so. Die ersten beiden Interviewfragen, da werde ich jetzt nicht so hart drauf eingehen, weil die machen nicht viel. Da kann man, also zumindest war nicht viel, was bei Arawa passiert ist. Die zweite Frage, wie man sich ins Team einfindet, eben, ich denke mal, da kann man schon was beeinflussen. Weil wenn man da also es sieht jetzt nicht so, also die ersten beiden Fragen sind glaube ich nicht so viel, weil man kann jetzt nicht sagen, ja, ich hasse den oder so, das geht nicht. Und also da man sieht schon das untere Welt so ein bisschen, dass man eben struggelt, sich einzufinden, neue Namen und so, und man muss sich erstmal nach zu Hause fühlen. Vielleicht macht das irgendwie die Leute ein bisschen unglücklich, weil, keine Ahnung, also eigentlich gibt es da keinen Grund, Leute unglücklich zu machen, das geht eigentlich kaum. Denke ich, man kann es ausprobieren natürlich. Die dritte Frage, was man aus der Saison erwartet, eben, hat 3 Antwortmöglichkeiten. Dass man Scuderia Ferrari eben auf einen vertraut, oder dass man das Beste machen will, dass man sich freut, mit den Besten zu betteln. Und Araba hat aus Testgründen, nennen wir es mal, die untere Antwort genommen, und zwar, dass in 50 Jahren wird man von meiner Rookie-Saison seinen Urenkeln erzählen, sagen wir es so. Und da sieht man eben, Entschuldigung, dass der Showmanship increased wurde, also Showmanship ist da hochgegangen. Das kann man eben sehen, wenn man eine andere Antwort gegeben hätte, wäre vielleicht der Sportmanship hochgegangen, das weiß man nicht. Also wir sehen schon die Reputation mit den Other Teams, also mit den anderen Teams, und mit dem Common Team, also mit Ferrari. Man sieht schon, das ist nach dem ersten Training gleich gewesen, also nach dem ersten Training haben die Leute schon Interessen angezeigt. Also je nachdem, wie sehr man, beziehungsweise wie gut man im Training fährt, beeinflusst das also auch die Interessen. Im Moment ich glaube in 2017 war es ja nur so, dass das Qualifying und Rennen abhängig war, aber jetzt verändert sich das eben auch sichtlich im Training und scheinbar auch in jedem Training, weil es ist ja nicht bloß nach Training 3, sondern auch schon nach Trainings 1. Training 1, so. Wir sehen schon, dass die Qualifying-Runde jetzt, es war Intermediate-Wetter, man sieht schon auch das Cloud-System, das Wolkensystem mit dem Sonnenstrahl hier durchkommen, es sieht schon alles ganz gut aus, auch die Lichteffekte und so weiter. Man sieht, man hat unten rechts wieder den Fuel Mix 4, also den Maximalmix, der ja letztes Jahr hinzugekommen ist. Und da unten hat man eben noch bei ERS Deploy insgesamt 6 Modi. Der 5er-Mod ist in Hot Lap. Da gibt es noch 4, 3, 2, 1, immer Abstufung, und 0 wäre dann gar nichts. Also man verwendet quasi gar kein ERS. Also man schaltet es quasi ganz aus. Man spart doch natürlich viel, aber man ist eben langsamer logischerweise. Muss man eben gut managen, um da durchzukommen. Ich muss mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken hier. wie gesagt, das hat jemand auch, das wurde ja neu gemacht. Einigermaßen so ein bisschen, man sieht jetzt unten die Throttle und Brake, also die Beschleunigung und die Bremsanzeige so ein bisschen, das Grün und das Rote hier bei der Ganganzeige und so weiter. Aber ja, sieht nicht schlecht aus. Und ja, das war's auch schon mit dem Video, würde ich sagen. Es ging jetzt ein bisschen länger als die anderen Videos, einfach weil es so viele Screenshots und so viel zu erzählen gab. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, ein paar Neuerungen und so weiter. Ich freue mich persönlich doch schon dolle sehr auf das Game, also noch diese Folge hat quasi den Hype in mir noch gesteigert. Ich hoffe mal, dass es auch recht gut laufen wird, das Game. Ich hatte ja mit meinem letzten Game ganz schön viele Probleme, muss ich leider sagen. Deswegen kam auch kein Let's Play von, weil ich dann einfach irgendwann auch keinen Bock hatte, und mich noch mit dem Game rumzuschlagen, während ich noch in der 10. Klasse saß und quasi lernen musste für Klassenarbeiten und so ein Kack. Da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf, jetzt irgendwie mit meinem Game nicht rumzuschlagen. Es war schade, aber ich hoffe, dieses Jahr werde ich auch richtig durchstarten können mit dem Game. Mit F1 2018. Es kommen auch noch andere Games raus, was ich noch sagen kann. NASCAR Heat sieht ganz gut aus, hier NASCAR Heat 3. Ich bin ja auch ein NASCAR-Fan, wer es nicht weiß. Habe ich jetzt eigentlich in letzter Zeit weniger erzählt, aber ich habe ja, Entschuldigung, das war da mein Zettel. Aber ich habe ja auch so ein paar NASCAR-Folgen gemacht von dem Fantasy-Game und so weiter. Also ja, NASCAR verfolge ich auch relativ regelmäßig, also geht so. Es kommt immer zu Scheißzeiten, muss man sagen, in Deutschland leider. Vor allem die Nachtrennen kamen immer so um 1, 2 Uhr, das ist halt Kacke für, gut, es war in den Ferien, das ging noch einigermaßen, aber Kacke für, wenn du halt zur Schule oder zur Arbeit oder so musst, das ist halt doch schon recht scheiße. Und auch wenn die Rennen um 21 Uhr oder so kommen, dann fahren die ja trotzdem bis um 0 oder 1, das zieht sich halt. Schade, aber kann man nichts machen. Was kommt noch so für Game raus? Forza Horizon 4 werde ich mir wahrscheinlich holen, aber das werde ich nicht let's playen, weil auf der
Xbox das mit dem Aufnehmen so ein bisschen kompliziert ist und ich da keinen Bock drauf habe, irgendwie so sowas zu machen da mit Aufnahme und Kackheit, keine Ahnung. Also es ist Forza Horizon 4, werde ich privat spielen, denke ich mal, wenn ich mir überhaupt, also ich denke mal, es wird es mir holen, aber man weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, irgendein Game kommt noch irgendwann in Zukunft raus. Da weiß ich, da fällt mir so gerade nicht ein, was es war. Formel 1 kommt raus, NASCAR kommt raus, das wird vielleicht auf dem Kanal geben, NASCAR. Irgendeins was noch. Ah ja, Dakar kommt, Dakar 18 kommt im September. Ich darf mir mal angucken, wie das so ist. Und werde es mir eventuell ein paar Wochen nach dem Release holen. Ich will mir erstmal ein paar Videos angucken, wie das so läuft, wie das so ist. Es sieht ein bisschen arcadisch aus vom Handling her, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es recht cool, ja, wie das Ganze ist. Ich habe auch letztens ein paar YouTube-Videos gesehen. Ich kann das, ich guck mal kurz auf YouTube. Und zwar gibt es da einen Kanal, der hat jetzt auch letztens was anderes noch. Ich guck mal kurz. Ich habe jetzt nämlich die Zeit dafür. Haha. So, ich habe gerade 50 Mal mich verschrieben bei dem Wort, was drei Wörter sind. Genau, Gamers Global heißt der Kanal. Das ist ein deutscher Kanal. Und der hat jetzt letztens immer wieder Previews. Ich packe euch den Kanal mal in die Beschreibung, wenn ihr noch dran seid. Und zwar kam da vor 2 Tagen eine Preview zu F1 2018. Also ein bisschen schon mal. Ich glaube, der konnte auch die Karriere anzocken und auch Classic-Car fahren. Den 72er Lotus auf Spa konnte er fahren. Ich glaube, das war die Preview-Version. Beziehungsweise die konnten das fahren. Ich glaube, das ist auch so ein Spielemagazin. Ja. Und der AK18 kam auch eine Preview. Also ich packe euch den Kanal mal in die Beschreibung. Kann man sich den definitiv mal angucken, die beiden Preview-Videos. Fand ich ganz gut. Und ja. Das war's eigentlich. Wie gesagt, der K18 sieht für mich so ein bisschen komisch aus, aber es sieht nicht schlecht aus. Also es hat auf jeden Fall, es ist schon sehr realistisch vom Schadensmodell her, von wie man fahren muss und so weiter. Aber gut, darum sollte es auch eigentlich auch nicht gehen. Ja, da war gerade ein kleiner Cut, tut mir leid. Da ist mein Finger ausgerutscht auf den Beenden-Knopf. Aber ja, gut, passt jetzt eigentlich auch, weil ich wollte sowieso das Video beenden. Haha. Ja, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es dann wahrscheinlich nochmal um die Formel 1 News mit der Karriere geht. Denn von Araba sollte auch bald ein neues Video kommen. Und ja, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, allerdings unten in der Videobeschreibung zum Video von Arava, zu Arava selber und zum Kanal mit den Previews, Game, Dingsbums, ich hab schon vergessen. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und.